Wie geht's? Willkommen allen zu unserem neuen Livestream von heute, vom 13. Oktober. Ja, wie geht's euch? Sind ihr gesund? Sind ihr vielleicht ein bisschen müde? Ja. Also schreibt mir, wenn ihr da seid, sagt Hallo, schreibt woher, dass ihr kommt vielleicht. Hakuna Matata, wir haben uns schon ein paar Mal gesehen, gehört oder wie soll man sagen, gechattet miteinander. Ja, heute reden wir über unsere Gesundheit oder besser, was wir machen können, wenn wir krank sind. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gesund und ihr habt eine gesunde Familie. Es geht euch gut. Aber manchmal ist es gleich gut, wenn man weiss, was machen, wenn man krank ist. Wenn man weiss, was machen, wenn man zum Beispiel Kopfweh hat. Ja, was machst du gegen Kopfweh? Wir können uns so Hausmittel verraten. Hallo Karin. Ja, du bist sehr gesund und schaust zu dir und hoffentlich bleibst du auch gesund. Genau. Vielleicht hast du ein gutes Hausmittel oder etwas, was du machst, dass du so gesund bleibst und dass du so gesund bist. Also, was macht dir gegen Kopfweh? Was macht dir gegen Kopfweh? Ich habe manchmal Kopfweh, vor allem wenn das Wetter wechselt, wenn schlechtes Wetter ist, wenn wir in einem Tiefdruckgebiet sind, habe ich manchmal Kopfweh. Olivia, Whisky! Du trinkst Whisky trinken und dann vergissest du dein Kopfweh. Ja, oder Melisana. Melisana ist so ein Kräuteralkohol. Ja, das ist auch gut. Das haben wir auch immer daheim gegen Kopfweh. Wieso nicht? Ich brauche es jetzt nicht unbedingt gegen Kopfweh. Ah. Wenn du Heimweh hast, Hakuna Matata, hast du manchmal Kopfweh. Ja? Fernweh und Kopfweh. Nein, ich habe das Problem nicht. Äpfelwein, hallo Daniel. Äpfelwein ist gut. Ich kenne vor allem Äpfelessig. Äpfelessig kann man für sehr viele Sachen brauchen. Wenn man krank ist oder ein bisschen Probleme hat. Hallo Ibra. Hallo Dario. Hallo Tekle. Hallo Carlos. Wir reden über unsere Gesundheit und was wir machen können gegen Kopfweh. Vielleicht habt ihr auch noch ein gutes Mittel. Ich habe so ein kleines Teebaumöl. Und das ist meine kleine Hausapotheke. Wenn wir gehen reisen oder so, nehme ich immer Teebaumöl mit. Buenas noches, genau. Schönen Abend. Guten Abend, Carlos. Also, was macht ihr gegen Kopfweh? Teebaumöl, Olivia. Das ist ein Öl aus Australien. Ein ätherisches Öl, so ein kleines Fläschchen. Und es braucht ganz wenig. Und ich tue da hinten Teebaumöl einreiben und manchmal auch da bei den Schläfen tue ich Teebaumöl einreiben. Das ist ein Öl vom Teebaum. Tea Tree Oil auf Englisch. Vielleicht kennt ihr das auch. Das ist gut für verschiedene Sachen. Dario. Genau. Du und deine Frau, ihr könnt zusammen joggen, das ist super. Und das hilft gegen Kopfweh.
Und dann hast du, und gegen Stress, dann hast du zwei Flüge auf einen Klapp oder auf einen Touch. Genau. Dann kannst du zwei Probleme erledigen. Also du hast weniger Kopfweh und du hast auch weniger Stress oder du kannst deinen Stress abbauen. Ja, viel Wasser trinken und gehen schlafen. Mhm. Schlafen tut sicher auch gut. Am nächsten Tag ist es meistens vorbei. Oh, Katarina, kannst du Akupunktur machen? Ja? Machst du das selber oder gehst du zu einem Spezialist, der Akupunktur macht? Olivia, du fragst, was das ist. Zwei Flüge auf einen Schlag. Das kommt vom Märli, das tapfere Schneiderli, das 7 Flüge auf einen Schlag getötet hat. Und wenn man sagt, wenn man verschiedene Sachen mit etwas kann erledigen kann, eine Aktivität, und du kannst verschiedene Probleme lösen, verschiedene Sachen erledigen, dann kannst du sagen, jetzt habe ich 2 Flüge auf einen Touch oder auf einen Klapp, auf einen Schlag erledigt. Katarina, du gehst zum Doktor mit Kopfweh. Je nachdem, wenn es vielleicht ein Kopfweh ist, das sehr stark ist und immer wieder kommt und du hast keine Ahnung, wieso, dann ist es gut, wenn du dich untersuchen lässt und dem Doktor sagst und er kann vielleicht er kann dich in die Röhre schicken für eine Computertomographie, um zu schauen, ob alles okay ist in deinem Kopf. Ja. Wieso nicht? Also man muss das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja? Wenn man immer wieder Kopfweh hat, muss man vielleicht schauen, wieso das ist. Du hast Migräne. Du hast Kopfweh, wenn du Migräne hast. Mhm. Genau, jetzt sind wir bei den Migräne. Was machst du gegen Migräne? Mein Vater, ich habe eigentlich nie Migräne. Aber mein Vater tut manchmal, wenn er Migräne hat, seine Handgelenke, also da, tut er unter das kalte Wasser. Er tut vielleicht 1 Minute, 2 Minuten seine Handgelenke abkühlen unter dem kalten Wasser, unter dem laufenden Wasser. Und er sagt, das hilft ihm. Was macht ihr gegen Migräne? Hakuna Matata, du ziehst dich zurück in dein Zimmer vielleicht, ohne Lärm, ohne Licht und erholst dich. Und wartest, bis es vorbeigeht, bis deine Migräne vorbeigeht. Ja, das hilft sicher. Ja, eine Freundin von mir hat Cannabis-Tee gemacht und sie hat gesagt, Cannabis-Tee hilft ihr ganz gut. Sie hat viel starke Migräne gehabt und Cannabis-Tee hilft ihr gut. In der Schweiz ist es legal. Du kannst Cannabis-Tee kaufen im Laden. Ja. Was machst du gegen Kater? Ja, es gibt Hanfladeli, es heisst auch Hanf. Hanfladeli, Hanftee, Hanfküsse zum Beispiel. Es gibt Hanfprodukte, Kleider zum Beispiel aus Hanf. Das ist sehr eine vielseitige Pflanze, Hanf. Ja. Magnesium, Hakuna Matata, du bist, glaube ich, Gesundheitsspezialist oder Spezialistin, ich bin mir sicher. Du hast einen guten Tipp, Magnesium nehmen. Wenn man zu wenig Magnesium hat, kann das sein, dass man mehr Migräne hat. Oder du bist schon beim Kater. Magnesium nehmen. Ja, Magnesium nehmen. Oder kalt, lang schlafen. Oder was machst du gegen Kater? Kater ist, wenn du am Morgen aufstehst und Kopfweh hast, es ist dir schlecht, weil du am Abend vorher zu viel Alkohol getrunken hast.
Vielleicht war es ein Hochzeitsfest oder vielleicht bist du mit deinen Freunden und Freundinnen ausgegangen. Hanf, genau, Dario. Oh, Dario, du hast heute Hanf gegessen. Hanfsamen sehr wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe das noch nie, also ich weiß nicht mehr, wie das schmeckt. Ich habe es, glaube ich, auch einmal gehabt. Wasser mit Soda, habe ich auch gehört. Wasser mit Soda ist gut gegen Kater, aber ich glaube, es ist auch gut gegen Muskelkater. Wenn du, meine Ernährungsberaterin hat mir gesagt, es ist gut, wenn du ein Glas Wasser mit einem Löffel Soda trinkst, wenn du viel Sport hast gemacht und Angst hast, dass du Muskelkater überkommst, wenn dir alle Muskeln wehtun nach dem Sport. Mhm. Das ist sicher gut. Ihr habt gute Tipps. Ah. Genau, da bei Hakuna Matata, du musst mich korrigieren, wenn ich etwas Falsches erzähle. Oh, Dario, du bist Veganer seit einer Woche und ich sehe, du bist noch glücklich. Veganer ist vielleicht nicht einfach, Vegetarier ist einfacher, ja. Aber es ist gut. Das, ich glaube, das ist auch gut für Gesundheit. Mustafa, gell, du, ich habe so ein interschweizerisches Dialekt. Ich hoffe, mein Dialekt hilft dir, das besser zu verstehen. Nesrin, hallo. Alexi, du meinst, man sollte gar nicht zuerst so viel Alkohol trinken. Oder ich habe auch gehört, dass man nicht sollte mischen, verschiedene Alkohol, dann hat man weniger Kater. Oh, Tekle, du brauchst Hanf als Sanitätsinstallateur. Das ist jetzt interessant. Für was brauchst du Hanf? Ja. Olivia, du möchtest auch Veganerin sein. Ich glaube, man muss vielleicht nicht total auf Fleisch verzichten. Aber ein bisschen Mass halten, nicht so immer nur Fleisch und so viel Fleisch essen. Ich habe auch sehr gerne Früchte und Gemüse. Mhm. Was machst du gegen Bauchweh? Was macht ihr gegen Bauchweh? Manchmal hat man so Bauchkrämpfe und manchmal ist es einem noch schlecht. Ja, manchmal muss man vielleicht erbrechen, also, und das Essen kommt wieder zurück. Erbrechen. Ja. Ah. Tekle, du brauchst Hanffasern von den Pflanzen, dass du das in Gewind, dass es dann dicht ist. Als Sanitärinstallateur bei diesen Röhren und Rohraunen. Hakuna Matata Tee. Du trinkst Tee. Was für Tee? Man sagt vielleicht Kamillentee oder Fenkeltee. Oh je, Dario, du hast noch eine leichte Blinddarmentzündung gehabt. Das ist dann schon recht seriös, ja. Ich hoffe, es ist wieder gut und du hast ihn nicht müssen rausoperieren. Und du hast 48 Stunden lang gefastet, also gar nichts gegessen, aber sehr wahrscheinlich schon Tee getrunken und so. Du kannst Fenkeltee, habe ich das schon gesagt, trinken. Oder was trinken wir für Tee? Schentmichali, ich weiß nicht, ob man wenn man 2 Stunden nichts isst, ob man dem kann sagen Fasten. Tee und Wasser, genau, Dario. Ja,
zum Bauchweh. Ich nehme dann immer Melisana, wenn ich Bauchweh habe. Eben den Kräuteralkohol. Und dann kommt es entweder oben raus oder es kommt unten raus. Ich habe Durchfall vielleicht. Oder es ist einfach sonst besser. Ohne dass etwas rauskommen muss. Also entweder tue ich erbrechen oder ich muss aufs WC und ich habe Durchfall. Aber es hilft mir immer. Melisana, das ist unser Hausmittel. Mein Vater schwört auf Melisana. Pfefferminztee, Katarzyna. Das nehme ich weniger als Bauchweh-Tee, aber vielleicht ja, Kräuter. Warmes Wasser. Ja, hallo Lisa. Oh, Shevit, hoi. Genau, schön, dass du dich vorstellst. Also, nächstes Thema. Was machst du gegen Hausweh? Hausweh. Was machst du gegen Hausweh? Wenn du irgendetwas im Haus hast, nicht mehr richtig kannst reden, vielleicht entzündete Mandeln, vielleicht kannst du nicht mehr schlucken. So. Und dann tut es so weh, wenn du abschlucken. Ja, was machst du dagegen? Oh, Nesrin, tust du mit Olivenöl gurgeln? So, ja, tust du mit Olivenöl gurgeln vielleicht? Oder einfach schlucken, Olivenöl? Das ist mir neu, aber das kann sicher gut schmieren. Mhm. Wenn man ein trockenes Haus hat, auf jeden Fall. Lisa, du meinst mit Salzwasser gurgeln? Heißes Wasser mit Salz auch zum Gurgeln? Ja, auf jeden Fall gurgeln. Wir haben auch Salbei im Garten. Mit Salbei-Tee und ein bisschen Salz tun wir gurgeln. Aha, Nesrin, du meinst einfach ein Löffel Olivenöl, das ist gut. Mhm. Dario. Google, das ist Englisch für gurgeln, vielleicht. Also, wieso nicht? Es ist eine gute Esusbrücke, um sich zu merken, das ist nicht googeln, sondern gurgeln. Gurgeln. Kennt ihr so kleine schwarze Nägel, so Gewürznelken? Ja? Wir haben die daheim und wenn wir Hausweh haben, ein kleines Problem, dann nehmen wir sie ins Maul und behalten sie im Maul eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, über die Nacht vielleicht. Und das hilft mir auch, wenn ich Hausweh habe. So Nägel, sagt man dann, so Gewürznelken. Sie sehen aus wie Sträucher oder Äste im Sommer, im Frühling, bevor die Blätter wachsen. Ja. Das sind so Knospen. Ricola ist gut für das Haus. Genau, du meinst nicht, ich habe Rucola gedacht zuerst, aber du meinst die Kräuterzeltli, die Schweizer Kräuterzeltli. Du nimmst Ricola, wenn du Hausweh hast. Ja, und sie sind, ich habe sie auch gerne, genau, Ricola. Und die kannst du überall auf der Welt kaufen, glaubst du. Du kannst sie in Amerika haben. Ich habe sie auch schon in anderen Ländern gesehen. Ricola, mhm. Schwarztee, hallo, Daniel. Du meinst Schwarztee, mhm. Auch zum Trinken oder zum Gurgeln. Ja. Hausweh. Ups. Jetzt weiss ich nicht, ob ich irgendetwas falsch gemacht habe. Müssen wir schauen. Ja. Hausweh hat man meistens vielleicht nicht allein. Man hat nicht nur eine Beschwerde. Manchmal ist man verkältet und man hat gerade mehrere Probleme. Man hat eine Schnuddernase, eine verstopfte Nase und kann nicht schnaufen. Man muss ständig schnüzen, so
Nase putzen, schnitzen. Man hat vielleicht bei einer Verkältung Fieber, aber es muss nicht unbedingt sein. Vielleicht hat jemand Fieber oder eben man hat Hausweh, wenn man verkältet ist. Vielleicht noch ein bisschen Husten. Aber dann hoffentlich gibt es keine Bronchitis oder keine Lungenentzündung daraus. Vielleicht hat man auch ein bisschen Gehirnhöhlenentzündung. Und dann hat's auch ganz, ist alles verstopft und man muss viel schnitzen. Ja, was machst du gegen eine Verkältung? Was machst du? Es ist nicht so lustig, wenn man nicht schnaufen kann. Und man schmeckt nichts, man spürt nicht so, was man isst, man hat vielleicht wenig Appetit. Oh, Lisa, du kennst ein gutes Medikament aus Amerika. Es heisst Nyquil. Ja. Daniel, du meinst Schwarztee zum Trinken. Rutinoscorbin oder... Was nehmen dir? Oder was machen dir gegen Verkältung? Natürlich sich schön warm anziehen, warm einpacken. Vielleicht eine Bettflasche mitnehmen ins Bett. Und du kannst dann das rausschwitzen. Ja, vielleicht ein heißes Bad. Ein Bad nehmen und mit ätherischem Öl. Und das rausschwitzen. Oh, Milch mit Honig trinken, meinst du, Schewitt? Mhm. Viel Wasser trinken und ausruhen. Und sicher sich erholen. Vielleicht einen Tag lang nicht arbeiten. Jetzt sowieso, wenn Covid-Zeiten sind, wenn man ein bisschen verkältet ist oder so, sollte man nicht unter die Leute. Man weiss ja nie, was das genau ist. Honig und Propolis, Katarzyna. Also du tust das Essen so, die Propolis ist, glaube ich, der Blütenstaub, ja? Oder etwas? Karin, du meinst Vitamine C und Zink. Ja, wir haben 1 Kilopack Vitamine C daheim. Und wenn irgendetwas ist, wenn ihr nur ein bisschen anfängt, ein bisschen Schnupfen oder so, eine Verkältung anfängt, dann nehmen wir immer sofort Vitamine C. Auch 2 Stunden sogar oder auch 3 Stunden. Und das ist ein guter Tipp. Ja. Oder, genau. Gegen Verkältung. Und, wenn ich in der Nacht nicht schnaufen kann, ja, wenn ich so verstopfte Nase habe, am Tag ist okay, aber wenn ich ablege, dann ist alles zu und ich kann nicht richtig schnaufen und dann kann ich nicht richtig schlafen und dann mache ich eine Zwiebelwicke. Eine Zwiebelwicke, also ich schneide Zwiebeln auf ein Küchenpapier und um den Hals herumbinden. Ja, und der Dampf, ich glaube, es ist der Dampf von den Zwiebeln oder etwas, das macht, dass ich gut schnaufen kann in der Nacht und gut schlafen kann. Genau, ein Zwiebelwicke. Kennst du das, Hakuna Matata? Machst du das auch? Also es sind alles so Hausmittel, die man machen kann. Mhm. Es stinkt ein bisschen vielleicht am Morgen oder so. Aber es ist sehr wirksam, finde ich. Genau, und was machst du gegen Grippe? Du merkst es gar nicht, Dario. Am Anfang schmeckst du Zwiebeln und du spürst, aha, ich habe Zwiebeln. Aber in der Nacht schlafst du sowieso und es ist einfach so wie ein Haustuch. Und unter dem Haustuch hast du die Zwiebeln und man merkt gar nicht viel. Ja. Genau, mit richtigen Zwiebeln, Olivia, mit frischen Zwiebeln. Mhm. Viel Knoblauch essen.
Ja, sehr wahrscheinlich, Katharina, meinst du nicht Knoblauch-Wickel oder so? Das habe ich jetzt noch nie gehört. Aber Knoblauch essen, zum Beispiel ein bisschen Knoblauch schneiden und mit Butter auf einem Brot essen, wenn es scharf ist, allein Knoblauch essen. Ja. Warmer Orangensaft, Chevit, ein neuer Tipp. Ja, das hat viel Vitamine C und es tut die nicht abkühlen. Ja. Sonst tut ja, glaube ich, Orangensaft eher den Körper kühlen, glaube ich. Viel schlafen, genau, Olivia, absolut. Wenn du Grippe hast, dann gehörst du ins Bett und dann musst du die Grippe so ausschlafen und dem Körper die Zeit geben, dass er kann kämpfen gegen Grippe. Quarantäne, Zäckle, genau. Grippe ist ansteckend. Und wir wollen nicht, dass alle anderen krank sind. Dann müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht andere anstecken. Und am besten, wenn wir auch nicht wissen, ob denn das noch Covid ist oder so, dass, am besten tun wir uns zurückziehen und gehen ein bisschen in die Quarantäne. Vielleicht nicht gerade 2 Wochen. Eine kalte Dusche, Dario. Ah, oh, du nimmst eine kalte Dusche gegen Grippe. Wieso nicht? Ich habe auch schon gehört, dass kalte Duschen gesund sind. Aber wenn man krank ist, dann eine kalte Dusche. Sicher vielleicht zum Fieber senken. Ja, wieso nicht? Ja, also zusammen sind wir sehr gute Spezialisten und wir können alles heilen. Lisa, du hast nie eine Grippe. Genau. Du musst uns dann noch sagen, was du machst, dass du gesund bleibst. Nimmst du auch eine kalte Dusche? Jeden Tag eine kalte Dusche. Oder was machst du? Was macht ihr, wenn ihr nicht ausgeschlafen sind? Und doch müsst go arbeiten und wach sein und vielleicht Auto fahren. Olivia, du fragst, ob Lisa eine Impfung hat. Eine Impfung, ja. Also du gehst im Herbst zum Beispiel dich fürs neue Jahr gegen die Grippe impfen zum Doktor. Und dann nachher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dann nicht angesteckt wirst, dass du resistent bist gegen Grippeviren. Ah, genau, Hakuna Matata, du nimmst ein Käffchen. Kalte Luft einschnaufen, vielleicht ein bisschen turnen, dass man richtig wach wird. Vitamin D nehmen und Zink, ja. Lisa, du bist fit, auch wenn du nicht geimpft bist und wirst nicht krank. Du musst dich nicht impfen lassen. Du hast ein gutes Immunsystem, ja. Ja, ich habe gemerkt, dass wenn ich lange Strecken fahre mit dem Auto und sehr müde bin, dann helfen mir Rüebli, ja. Wenn ich mein Mu bewege, mein Gebiss, dann nachher weckt das. Oder auch wenn ich rede, wenn ich singe und sehr extreme Bewegungen mache, das hilft zum wach bleiben. Genau. Was macht ihr, wenn ihr euch schlapp fühlt? Manchmal ist man schlapp, wenn das Wetter wechselt oder wenn man streng hat zwischendurch, ist man schlapp. So, eben auch, wie nicht ausgeschlafen, man hat so keine Energie, man so, jetzt bin ich schlapp. Wenn es sehr heiß ist draußen und die Sonne scheint, das macht einem auch schlapp. Und man hat keine Energie. Dann ist sicher Wasser trinken auch gut. Ja. Das ist nicht so schlimm, das ist nicht so krank. Es ist eigentlich nicht eine Krankheit, aber es kann ein Zeichen sein,
dass man langsam krank wird. Zum Beispiel, wenn man noch Kopfweh hat oder so und schlapp ist, und dann kann man vielleicht schnell eine Dusche nehmen. Ja. Bewegung, genau, Kaffee trinken, einen Apfel essen oder einfach mal einen Powernook machen. Also einfach mal 10 Minuten, eine Viertelstunde bis eine halbe Stunde ablegen und ein bisschen liegen, ausruhen, ein bisschen schlafen, also eben nicht richtig schlafen. Eine kleine Pause machen, genau, Deckel. Also ein Powernook, das ist eigentlich, früher hat man dem vielleicht Mittagsschläfli gesagt. Powernook, das tönt moderner. Ein Snickerli machen, ein bisschen ablegen. Und das gibt einem dann Power. Darum sagt man Powernook. Mhm. An die frische Luft gehen, ein bisschen spazieren. Oder joggen, bewegen. Was machst du, dass du gesund bleibst? Das ist jetzt meine Frage an all die, die nie krank sind. Was macht ihr für eure Gesundheit? Wie tut ihr euer Immunsystem, Fitness für euer Immunsystem machen, dass euer Immunsystem fit ist? Ah, du meinst noch mit kaltem Wasser das Gesicht waschen, Karin. Genau, das weckt auch und das macht einem ein bisschen fitter. Mhm. Also Dario, du hast gesagt, du tust kalt duschen. Machst du das jeden Tag? Sport treiben ist wichtig. An die frische Luft gehen, haben wir da auch gesehen. Selam hat gesagt, Alexi, du nimmst jeden Morgen eine kalte Dusche. Und Katharina, du isst jeden Tag Honig mit Propolis, auch wenn du nicht krank bist. Also so quasi als Prophylaktik. Ja. Dario, du tust nicht jeden Tag kalt duschen. Genau, Hakuna Matata, richtig essen, das ist gut. Gesund essen, sich Zeit nehmen zum Essen, vielleicht auch gut beissen, gut kauen. Ja, das ist auch gut, wichtig, ja. Und soziale Kontakte pflegen, das ist gut für das psychische Wohlbefinden, ja. Das gibt Freude und wenn wir viel lachen, ist es auch gesund. Dario, du tust Gemüse essen, trainieren, fasten und ab und zu eine kalte Dusche nehmen. Du hast einen gesunden Lebensstil. Oh, Lulu, ist nicht so schlimm wegen dem Livestream. Du kannst das später nachschauen. Noch einmal schauen. Warmes Wasser mit Zitrone. Ich glaube, das ist gut, wenn man das am Morgen trinkt, ja. Ein Glas warmes Wasser mit Zitrone, vielleicht ein bisschen Honig. Chevy, du trinkst jeden Tag 2 Liter Wasser. Mhm. Ich muss aufpassen, dass ich nicht vergesse, Wasser zu trinken. Selam, du hast auch einen sportlich gesunden Lebensstil. Ja? Sport machen, Wasser trinken und gut essen. Ja. Das ist so. Wir müssen gut zu unserer Gesundheit aufpassen. Mhm. Was machst du, wenn du gestresst bist? Wenn du sehr viel Stress hast, dann ist dein Immunsystem auch weniger fit und du kannst schneller krank werden. Also was machst du, wenn du viel Stress hast? Grüntee trinken, absitzen, ein bisschen Grüntee trinken. Tief durchschnaufen, so. Einfach mal Augen zumachen, tief durchschnaufen. Ah, du gehst joggen, Alexi.
Oder ein Drückerli geben, wenn du einen Partner hast oder eine Partnerin oder ein Kind oder so. Ich tue manchmal meinen Kindern auch so einen Energiedrückerli geben. Also ich tue sie umarmen und gerade noch ein bisschen den Rücken reiben. Ein bisschen massieren dabei. Lulu, du isst zu viel Fast Food. Das ist weniger gut für die Gesundheit. Ein warmes Bad nehmen. Das hilft zum Entspannen. Genau, vielleicht mit so ätherischem Öl oder ich weiß nicht, Lavendel oder so zum Entspannen. Ruhe und Schlaf, genau, schön weit. Viel Wasser trinken und Freunde treffen. Einmal auf andere Gedanken kommen, genau, einmal abschalten. Ja, und dann, ich weiss nicht, ob das Verb nehmen kommt. Jetzt kommt die andere Seite. Das waren viele Fragen, was ihr macht, wenn ihr ein Problem habt. Jetzt kommt dann, was man macht, was man nimmt. Und ihr könnt sagen, gegen was das hilft. Ah, Dario, du gehst sprinten, wenn du gestresst bist und dann hast du einen tiefen, gesunden Schlaf. Lulu. Ah, du isst zu viel Imbiss, Fastfood, wenn du gestresst bist, dann hast du keine Zeit zum Kochen, es muss schnell gehen. Katarzyna, Yoga, Meditation und Massage. Machst du gegen, das ist immer noch der Stress. He? Und du umarmst deine Kuscheltiere. Genau, das ist so taktil, das ist sehr fein und weich. Ja? Und Olivia, du nimmst Zwiebeln, wenn du gestresst bist. Musik hören, oh, die richtige Entspannungsmusik, so ruhige Musik. Also nein, ist ein bisschen ein schwieriges Verb auf Schweizerdeutsch, darum habe ich gedacht, ich tue es mal da aufschreiben. Ich nehme, also nehme ist Infinitiv. ich nehme, zum Beispiel, ich nehme Schoki, Hakuna Matata. Das gibt auch so positiven Impuls. Du nimmst Schoki. Er nimmt einen Apfel oder er nimmt Medikament. Sie nehmen. Das ist das Verb nehmen. Ich habe genommen, zum Beispiel. Ich habe heute Morgen Vitamintabletten genommen, Brausetabletten. Hakuna Matata, du meinst, mit Schoki wird nicht viel besser, aber länger. Aber vielleicht angenehmer. Ja. Oder was meinst du? Ah, du nimmst dein Smartphone auf den Tisch. Genau, du nimmst dein Smartphone. Und dann kannst du vielleicht googlen, was kannst du machen, wenn du krank bist. Ich nehme eine Schmerztablette. Wann nimmst du Schmerztabletten? Oder ein anderes Medikament? Ich nehme sehr selten Tabletten. Generell. Ich nehme mehr Vitamintabletten. Oder so Augentabletten. Ja, es ist besser, wenn man so pharmazeutisch produzierte Sachen vermeiden kann. Hallo, Wissi. Gegen Kopfweh kannst du natürlich Schmerztabletten nehmen. Ja, das ist am meisten, glaube ich, dass wir gegen Kopfweh Schmerztabletten brauchen. Vielleicht brauchst du ein Rezept für Tabletten oder für irgendein Medikament und dann kannst du am Doktor anrufen. Genau, Selam, du kannst am Doktor anrufen und dann kann er dir das Medikament verschreiben. Oder
Ich glaube, heute ist es schon möglich, über das Telefon oder mit SMS oder so die Rezepte überzukommen vom Doktor. Aber ich habe es selber noch nie ausprobiert. Schentmilahi Lali, du meinst, Schmerztabletten sind ein Witz, lieber vermeiden. Lulu, du nimmst nur Tabletten, wenn der Doktor sagt, du müsstest Tabletten nehmen. Und sonst nie. Und wenn man die Beschreibung liest, täglich, dann nachher denkt man manchmal, oh nein, das ist nicht für mich. Wenn man dann all die Nebenwirkungen und so liest, was es alles noch auslöst. Ja. Du nimmst Klosterfrauen Melissengeist, ja? Wer hat geschrieben? Olivia hat, glaube ich, geschrieben, sie nimmt Klosterfrauen Melissengeist. Ja, das ist ein Hausmittel in unserer Apotheke daheim immer dabei. Wir nehmen das vor allem bei einem Magen-Darm-Grippe oder Bauchweh. Aber ich glaube, es ist sehr gut auch gegen Viren und Bakterien und so. Es hat ganz viele Sachen drin. Ganz viele Kräuter. Aspirin ist gut, aber nur gemässigt, Lisa. Ab und zu ein Aspirin, wenn es wirklich nötig ist. Mhm. Genau. Er nimmt ein Tee. Denn es gibt verschiedene Tee gegen verschiedene Leiden. Tee sind gut, glaube ich, auch zum den Körper reinigen, zum Sachen rausspülen, so ein bisschen verschiedene Tee. Ja. Ich gehe zum Doktor. Wann sind ihr das letzte Mal beim Doktor gsi und wieso? Ja, geht ihr viel zum Doktor? Geht ihr auch prophylaktisch zum Doktor, gehen Untersuche machen? Ich muss sagen, ich gehe sehr selten zum Doktor. Meistens geht alles mit den Hausmitteln, also mit dem, was wir da alles besprochen haben. Wenn irgendetwas ist, dann geht das meistens. Ich bin notfallmässig zum Doktor gegangen, wo die Kinder klein waren und zum Beispiel mein Sohn nicht mehr gut hat können schnaufen und so alles zu war, dann muss man dann schon schnell zum Doktor gehen. Alexi, du hast müssen eine Warze rausbrennen oder mit Eis, glaube ich, kann man das machen oder so, ja. Genau, das bin ich auch mit meinen Kindern. Nicht Warze, aber so Hühneraugen. Mhm. Da sind wir zum Doktor gegangen und er hat das rausgeschnitten. Lulu, du hast schon vergessen, wenn du beim Doktor warst. Ja, genau, Dario, du hast eine Blinddarmentzündung gehabt. Das, mit dem ist nicht zu spassen. Oh, und Wissi, du hast einen Covid-Test gemacht, aber du warst negativ gewesen, zum Glück. Ja. Doktoren, die Ärzte sollen sich um die Patienten kümmern, die es wirklich nötig haben, ja, denke ich. Ich schlafe viel, wenn ich ein bisschen krank bin, wenn ich reduziert bin, wenn ich merke, jetzt kommt etwas, dann gehe ich ziemlich schnell ins Bett und schlafe viel. Und ich merke, wenn ich wenig schlafe, dann habe ich sofort ein bisschen Halsweh, irgendetwas, dann fängt es schon ein bisschen an oder der Schnupfen. Tekle, du hast Covid. Du hast im Moment Covid. Oder ist es schon vorbei? Du bist positiv getestet worden. Hm? Und hast schlimme Symptome gehabt, oder ist es okay?
Lisa, du hast Rückenweh gehabt, ja, dann muss man manchmal auch etwas machen, dass es dann wieder gut wird. Das ist schlimm, wenn man Rückenweh hat jeden Tag und nicht kann sitzen kann, nicht richtig kann stehen. Also Tekle, wir wünschen dir gute Besserung, wenn du jetzt noch krank bist. Dass es schnell vorbeigeht, ohne grosse Symptome. Ich tue auch inhalieren. Tun dir auch manchmal inhalieren? Vor allem bei Stirnhöhlenentzündung oder eben Atembeschwerden, Atemprobleme, Husten. Ist nicht so schlimm. Du hast ein gutes Immunsystem. Das kämpft tapfer. Also inhalieren ist auch gut. Ich tue manchmal ein bisschen Teebaumöl rein zum Wasser, zum Inhalieren oder Olbas oder Salbei, ein bisschen Salz. Verschieden. Ja, aber das ist auch gut. Oh, Lisa, du schlafst nicht viel und du bist trotzdem fit. Vielleicht gibt es so Leute, die nicht so viel Schlaf brauchen. Ja. Ich mache eine Wicke. Wir haben schon geredet davon, dass man eine Wicke machen kann, Zwiebelwicke um den Hals. Machen dir auch andere Wicke. Wicke ist, wenn man irgendetwas einwickelt. Also wenn zum Beispiel jemand Fieber hat, höchstes Fieber, dann kann man eine Wicke machen um die Beine, um das Fieber zu senken. Ja, nur mit Wasser, nur mit kaltem Wasser zum Beispiel. Mhm. Lulu, du solltest mehr schlafen. Ja, ein Wicke. Mache dir ein Wicke. Ich tue manchmal ein Senfwicke machen, wenn meine Kinder Husten haben. Und dann tue ich Senfsamen kochen in Haushaltungspapier und warm, so warm wie möglich auf ihre Brust für ungefähr eine halbe Stunde. Also wenn es kalt wird, dann muss man es schnell wegnehmen. Und dann müssen sie im Bett bleiben, gerade schlafen über die Nacht. Aber das hilft auch gut. Drei Tage nacheinander am Abend. Eine Kompresse, ein Wicke, wie sie. Das ist, du hast etwas und du tust es auflegen. Zum Beispiel einen warmen Wicke oder einen kalten Wicke. Entweder aus Wasser oder eben Senfsamen. Oder Zwiebeln und du tust nachher das Tuch rundherum und tust das einwickeln. Ja, das ist ein Wicke. Darum, weil man das einwickeln. So wie ein Wrap. Wenn du ein Wrap isst, das ist so gewickelt. Ja. Mhm. Ich verstehe nicht ganz, was du da schreibst, aber vielleicht ist das nicht für mich Zäckle. Ich nehme viel Vitamin C. Nehme dir auch viel Vitamin C. Brausetabletten oder also linksdrehende Vitamin C, das ist gut, gesund. Vielleicht auch viel Orangensaft oder Früchte mit Vitamin C, Kiwi. Ja. Was nehmt ihr? Tun ihr auch darauf schauen, dass ihr genug Vitamin C nehmt? Vitamin C und Vitamin D. Ja. Jeden Tag oder nur, wenn ihr krank seid. Einfach Zitronen lenkt, das hat viel Vitamin C. Mhm. Du nimmst jeden Morgen eine Brausetablette, sehr wahrscheinlich, ja. Wie sie. Zitronen mit Honig und Wasser. Mhm. Das ist cool. Und es ist gut. Nur Vitamin C oder nur Zitronen ist ein bisschen sauer.
Aber mit Honig und Wasser ist das super. Ich nehme nie Antibiotika. Also, außer wenn es der Doktor mir sagt, ich muss wirklich, aber ich nehme nicht gern Antibiotika. Und das ist schon so lange her, seit ich das letzte Mal Antibiotika hatte. Es tut sehr gut, die Zitronenhonig, den Zitronenhonig trinkt. Das ist eigentlich so eine Art Limonade, oder? Ja, also wenn möglich, tun wir Antibiotika vermeiden, dass es keine Resistenzen gibt. Und wenn wir es dann brauchen, dass es dann wirkt, wenn wir es dann unbedingt brauchen. Ja, also wir kommen langsam zu den nächsten zwei letzten Slides. Was ist vermeiden? Vermeiden ist, wenn du versuchst, das nicht zu nehmen. Also, was wollen wir vermeiden? Wir wollen vermeiden, dass wir krank werden. Also, wir möchten, dass wir nicht krank werden. Ja? Oder du möchtest vermeiden, wenn du möchtest vermeiden, dass du zu spät kommst am Morgen, dann musst du rechtzeitig aufstehen. Genau, vermeiden, Zickle. Also, du möchtest eben, dass das gerade eben nicht passiert. Das, was du möchtest vermeiden. Wir wollen Antibiotika vermeiden. Wir wollen schauen, dass wir eben keine Antibiotika nehmen. Ja, ich esse viel Zwiebeln und Knoblauch. Es gibt Leute, die machen so einen Sirup mit Zwiebeln und Zucker. Und dann gibt es so einen Saft. Aber das habe ich gar nicht gern. Aber sonst Zwiebeln zum Kochen oder ein bisschen dünstete Zwiebeln. Ja. Genau. Genau, das ist manchmal beim Arbeiten, ist im Homeoffice vielleicht einfacher, dass du kannst Zwiebeln und Knoblauch essen kannst. Ich habe gehört, man kann nach dem Knoblauch ein Nägeli ins Maul nehmen und das tut helfen, den Geruch vom Mund, den Mundgeruch nach Knoblauch zu verschwinden oder eben, dass man keinen Mundgeruch hat nach Knoblauch. Zwiebeln machen, dass man Gas hat und dann nachher muss furzen, sagt man dem, ja. Also das kann manchmal ein bisschen stinkend sein und genau, ich glaube, man kann ein bisschen mit Gewürz das ein bisschen ausbessern, aber das stimmt. Manchmal, wenn man dann viel mit unter den Leuten ist, dann muss man vielleicht gemäßigt Zwiebeln essen, nicht so viel. Oder dann ein Zimmer haben, wo man gut lüften kann. Und dann haben wir noch Gurgeln, die wir wiederholen. Salbei-Tee zum Beispiel könnte man gurgeln, wenn wir Hausweh haben. Wenn wir Hausweh haben. Ja. So, das wäre es von mir. Jetzt haben wir keine andere Wahl. Wir sind sicher alle gesund. Wir können so viele Sachen, so viele Hausmittel, die wir machen und anwenden können, wenn es uns nicht gut geht. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp bekommen, den ihr vorher nicht gekannt habt. Danke euch allen zum Mitmachen, dass ihr eure Hausmittel da eingebracht habt und geteilt habt mit uns, dass wir alle gesund bleiben können. Und jetzt ist der Herbst kein Thema mehr. Wenn es euch der Livestream gefallen hat, dann könnt ihr da unten könnt ihr mir einen Kaffee spendieren, wenn ihr Lust habt. Und sonst könnt ihr euch anmelden
und abonnieren, meinen Kanal abonnieren. Für die, die noch nicht dabei sind, empfehle ich euch empfehlen. Nächste Woche gibt es wieder einen Livestream. Ich denke, wir machen am Dienstag, am 8. um die gleiche Zeit. Und dann noch ein Bitte an euch. Und dafür hat es so eine kurze Umfrage. Und es würde mich interessieren, wenn ihr würdet eure Meinung zu dem Livestream sagen. Vielleicht könnt ihr dort auch sagen, was das euch interessiert, welche Themen, über was das ihr möchtet diskutieren mit mir im Livestream. Dass wir auch einen Weg gehen zusammen und schauen, dass es gut ist für euch, dass ihr etwas gut könnt, dass ihr etwas könnt lernen, was euch gefällt und was euch passt, was ihr braucht. Ja. Schweizer Berge, das nächste Thema. Ja, vielleicht. Also, ich schaue mal. Ich bin gespannt, was ihr da schreibt. Es ist nur eine ganz kurze Umfrage. Ja, aber es wäre schön, wenn ihr würdet etwas mitteilen und schreiben. Also, die direkte Demokratie, Dario, das Schweizer System, das Schweizer politische System. Das ist auch ein Vorschlag. Ihr könnt mir sonst auch noch im Kommentar schreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch ganz eine schöne Woche und dann ein schönes Wochenende und bis am nächsten Dienstag, hoffentlich. Macht's gut. Tschüss zusammen.